Fukushima ist seit 2 Jahren Inbegriff für Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe. World Vision hat seitdem 300.000 Menschen mit Nothilfe- und Wiederaufbauprojekten geholfen. Heute können Kinder, Familien und Dörfer rund um Fukushima im Osten Japans wieder mit Zuversicht den Alltag bewältigen. Das Augenmerk der World Vision Hilfe nach der Katastrophe lag auf dem Wohlergehen der Kinder und deren Familien. Bereits 2 Tage nach der Katastrophe waren World Vision Notfallteams in den am stärksten betroffenen Gebieten im Einsatz. Zunächst wurden Gemeinschaftsküchen unterstützt und Hygieneartikel und Decken an die Überlebenden verteilt. Für traumatisierte und verängstigte Kinder wurden spezielle Kinderschutzzentren eingerichtet, wo sie das Erlebte aufarbeiten konnten. Damit Kinder möglichst schnell wieder in den normalen Alltag zurückkehren konnten, wurde bei der Wiederinbetriebnahme des Schulunterrichts geholfen. Unterrichtsmaterialien, Verpflegung und die Sicherstellung des Schultransports wurden gefördert. Das hat den Kindern geholfen, rasch wieder die tägliche Routine zu finden. 3 Monate nach der Katastrophe hat sich in der nächsten Phase der Fokus auf das langfristige Wohlergehen der Kinder und deren Familien verschoben. Vor allem Bauern und Fischer, deren finanzielle und berufliche Grundlage zerstört wurden, konnte mit Einkommensförderungsprogrammen geholfen werden, sich eine neue Existenz aufzubauen. Die bereitgestellten Notunterkünfte haben unter den Überlebenden Dankbarkeit ausgelöst. Man spürte eine große Solidarität. Um künftig besseren Schutz vor ähnlichen Katastrophen bieten zu können, hat World Vision Präventionsprojekte gestartet. Die Infrastruktur von Notunterkünften wurde ausgebaut und Kinder und Familien wurden geschult. Gemeinsam mit einer Jugendgruppe wurden Projekte ins Leben gerufen, die Katastrophenschutz und Wiederaufbau in die regelmäßigen Programmaktivitäten integriert. World Vision hat Familien bei der Umsiedlung aus der atomar verseuchten Region Fukushima geholfen. We thank all supporters who have made our activity possible. Wir danken allen Unterstützern, ohne deren Hilfe unsere Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Wir denken aber auch an die betroffenen Menschen in den Städten Miyagi, Iwate und Fukushima, denen wir Hoffnung und Hilfe in ihre persönliche Notlage bringen durften. Wir werden uns auch in Zukunft für das Wohlergehen der Kinder in der Region einsetzen. Thank you very much for your support.